ist im leeren Raum. Ist völlig unklar. Und das macht mich schon so ein bisschen ärgerlich, vorsichtig, aber ein bisschen ängstlich. Abmahnungen wie diese, nichts Besonderes. Fast täglich bekommt Anwalt Christian Solmecke in Köln rund 30 solcher Verfahren auf den Tisch. Oft haben die Internetnutzer, zum Teil ohne es zu wissen, das Urheberrecht verletzt. Die Anwälte der Musikindustrie sind hochaktiv und wittern das große Geschäft. Aus meiner Sicht sind insbesondere die hier angesetzten Anwaltsgebühren viel zu hoch. Wir haben Fälle, da verlangt der Anwalt für ein Schreiben 5.600 Euro. Und da sage ich, das steht außerhalb des Verhältnisses zu dem gesamten Aufwand, den er hier gehabt hat. Denn meistens geht es ja darum, dass hier die Abmahnung ausgedruckt und an den einzelnen Betroffenen verschickt werden muss. Die Aktenschränke prall gefüllt. Im Landgericht Köln werden Zehntausende dieser Verfahren bearbeitet. Hier wird geklärt, ob die Kontaktdaten der Internetnutzer an die Anwälte herausgegeben werden dürfen. Erst so kann ein Fall verfolgt werden. Die Anzahl der Verfahren ist sehr hoch. Wir haben seit Beginn dieses Prozesses, der 2008 begonnen hat, als das Gesetz entsprechend geändert wurde, monatlich im Schnitt zwischen 800 und 1000 Verfahren gehabt. Es waren auch schon mal mehr. Insgesamt haben wir vor einigen Wochen die 20.000er-Marke überschritten. Das heißt, wir haben schon sehr viel Arbeit mit diesen Verfahren. Tausendfach wird täglich das Urheberrecht im Netz verletzt. Ganz gleich, ob von Musik, Filmen oder Fotos. Das Herunterladen, schon eine Grauzone. Besonders riskant, bei vielen Tauschbörsen wird beim Download das Lied gleichzeitig anderen zur Verfügung gestellt, oft ohne, dass man es merkt. So wird man selbst zum Anbieter und das ist strafbar. Ich würde grundsätzlich eigentlich sagen, dass man als unerfahrener User, auch als jugendlicher User, wenn es irgendwie geht, die Finger lässt von Tauschbörsensoftware, weil die Gefahr, dass man illegale Quellen benutzt, ist einfach viel zu groß. Und dass man aus Versehen auch noch die Inhalte, die man illegal geladen hat, auch noch anbietet, ist auch sehr groß. Deswegen sollte man das lieber lassen. Es gibt genügend Portale, genügend Angebote, wo man legal, auch kostenlos, sich mit Musik, Fotos, Software versorgen kann. Ob Familie Wagner wirklich die Anwaltskosten zahlen muss, ist noch offen. Sie beide haben vor allem eines gelernt. Sie werden in Zukunft noch genauer kontrollieren, was sie auf ihren Rechner herunterladen. Gute Idee. Und welche legalen Download-Möglichkeiten es gibt, das verraten wir Ihnen auch. Und zwar schon morgen in einer neuen Ausgabe von Angeklickt, natürlich hier in der Sendung. Und im Internet auf unserer Seite aktuellestunde.de können Sie auch gleich schon nachschauen. Dort finden Sie alle Themen der heutigen Sendung und damit auch alle Informationen zum Thema Download und alles, worauf Sie achten müssen.